In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit ein paar wenigen Zutaten ganz einfach zu Hause eine ayurvedisch inspirierte Schlafmilch, einen Schlummertrunk herstellen kannst. Und alle Zutaten, die wir dafür verwenden, sind aus ayurvedischer Sicht so, dass sie dich wirklich in die Ruhe bringen, dass sie dich erden und dass sie dir beim Einschlafen helfen. Dafür brauchst du zum einen etwas Kamillentee, ein wenig Milch. Du kannst Kuhmilch nehmen, alternativ auch gern eine pflanzliche Alternative, zum Beispiel Reismilch. Etwas Honig, wenn du es ein wenig süßer haben möchtest. Eine Prise Zimt und eine Prise Kardamom. Als erstes gibst du den Kamillentee entweder in ein Teesieb oder du kannst auch einen befüllbaren Teebeutel nutzen. Und wenn du das nicht hast, kannst du einfach einen Kamillentee, der schon im Beutel ist, nehmen. Und gib jetzt das kochende Wasser auf deinen Tee. Füll die Tasse circa 3/4 und lass den Tee für 5 Minuten ziehen. Wenn der Kamillentee jetzt 5 Minuten circa gezogen hat, dann kannst du das Teesieb zur Seite nehmen. Und jetzt wollen wir den Tee natürlich noch etwas mit verschiedenen Gewürzen aufpeppen. Als erstes kannst du etwas von der Milch nehmen. Du kannst diese natürlich vorher warm machen oder wenn du nur einen kleinen Schluck nimmst, kannst du sie auch kalt verwenden und gibst hier einen kleinen Schluck in deinen Tee. Anschließend kannst du eine Prise Zimt dazugeben, eine Prise von dem Kardamom und wenn du möchtest und das gerne etwas süßer haben willst, kannst du noch einen Teelöffel Honig dazugeben. Achte darauf, dass du den Honig erst dazu gibst, wenn der Tee etwas abgekühlt ist, dass die guten Enzyme im Honig nicht kaputt gehen. Rühre das gut ein. Und fertig ist dein ayurvedischer Schlummertrunk, den du am Abend, bevor du ins Bett gehst, noch genießen kannst.